Paris Hilton geht ab beim Burning Man Festival. Sieht nach einer Menge Spaß aus. Unser Post des Tages. Ich mag Gerd. Juhu, oder? Schnell noch Turbo abnehmen zum Spätsommer. Mhm, es gibt so mögliche Abnehmhilfen aus dem Internet. So, was taugen diese, nennen wir es mal, Spielereien wirklich? Es taugen Scheißgepenne. Ergebnisse für die, sagen wir mal, Septemberfigur. Genau. Warum nicht gleich die Oktoberfigur? Witzfigur. Und schon, zack, ist gut. Der Schinken weg oder die Pizza. Jo. Ich hatte gestern zu Hause eine ähnliche Situation, erzähle ich gleich. Vorher zeigen wir Ihnen noch etwas doch gleich. Wobei, da sind wir schon wieder. Ich hatte gestern meine Kaffeetasse auf die Terrasse gestellt, so blöderweise unten gelassen. Da kommt Henry, ne, und hat den Hund? Genau, und hat den Kaffee ausgetrunken. Echt? Und der ist jetzt immer noch wach, wahrscheinlich. Der ist abends gerannt, kann ich dir sagen. Du. Der war richtig gut drauf. Kleinkind und kleiner Hund. Ja, ich sag's dir. Wir haben außerdem noch Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Society-Experte Vanessa Blumhagen ist heute Morgen. Warum bringt ihr sie dann, wenn sie es nicht in die Sendung geschafft haben, ihr Pappnasen? Einen schönen guten Morgen. Burka-Verbot, keine doppelte Staatsbürgerschaft. Burka-Verbot. 200.000 neue Flüchtlinge. Im Hermes. Katalog heizt CSU-Chef Seehofer den Streit. Seehofer. Angeblich überlegt er sogar, der CDU-Chefin keine Einladung zu schicken für den CSU-Parteitag Anfang November. Ja, würde ich auch nicht, Alter. Bier und ist schon wieder Oktoberfest. Ja, ich stehe schon wieder Weihnachten. Verstehen Sie? Man weiß es nicht genau. Deutschland bleibt Deutschland, Alter. Außen verändert wird. Und das wollen Sie nicht. Und das muss die Politik, glaube ich, mal verinnerlichen. Ja, du Blödmann. Da, das macht die Politik. Das verinnerlicht die Politik, Alter. Hier, saufen, Eier schaukeln. Wir verdienen Geld, ihr nicht, Proletarier, Nigger, Pimbos, Mongos, Mongo-Klick. Streitthemen vermeidet sie, spricht stattdessen über die Erbschaftssteuer. Und deshalb darf es nicht sein, dass wegen des Vererbens eines Unternehmens, bei dem Arbeitsplätze gesichert werden sollen, durch die Erbschaftssteuer manche in Schwierigkeiten kommen, und darauf werden wir achten. Mit Pfiffen störten einige Demonstranten die Kanzlerin. Ob sie die anderen überzeugen konnte, wird sich zeigen bei der Kommunalwahl am Sonntag. Bundesumweltministerin Hendricks plant ein neues Öko-Etikett für Lebensmittel und Elektrogeräte. Damit sollen die Käufer informiert werden. Oh, ich wollte jetzt hier total Krieg. Bei Lebensmitteln soll unter anderem Fleisch aus Massentierhaltung gekennzeichnet werden. Die Pläne heute in Berlin vorstellen. Apple hat in Central City ist heiß, Alter. Das etwas größere iPhone 7 Plus vorgestellt. Wasserdicht. Es ist größer, es ist wasserdichter, kugelsicherer, gell? Es fahren Panzer drüber, gell? Führer muss man extra kaufen für 179 Euro. Wow! 100, was, wie viel? Ah! Schneller, ausdauernder und echt? Der Homebutton funktioniert nicht mehr mechanisch. Ist nicht wahr. Und den Druck per Taptic Engine. Mann, mach Sachen. Das iPhone dürfte aber vor allem Hobbyfotografen begeistern. Das nervt. Nicht wahr? Das iPhone 7 Plus hat zwei Kameras mit jeweils 2 Megapixeln. Nicht wahr? Ein Weitwinkelobjektiv, so wie auch im iPhone 7. Die andere Kamera hat ein Teleobjektiv. Aber auch bei Apple läuft nicht immer alles rund. Datenschutz, ist halt mal ein Apfel. Vermeidung und die Kritik, Nutzer durch spezielle Funktionen an sich zu binden. Danke. So auch beim neuen iPhone. Der Klinkeneingang ist Geschichte. Apple AirPods jetzt. Der Chintbuchse sitzt dir im Nacken, das macht dein Brain kaputt. Matrix, Alter. Der wollte doch immer in die Klotze, das seid ihr doch drin, Alter. Realer als real life geht es nicht, wenn die Technik from the future ist. Ich sehe das durch eine Lupe. Ich bin Lupo. Was will er? Scheißegal, die ist interessanter. Ja, da brennt es ein bisschen. Bei mir brennt auch auf der Kamin. Ich sollte mal wieder Holz machen. Gibt es noch Holz auf der Welt? In einem Dschungel sicherlich. Fahren wir in den Dschungel, weiß nicht. Hast du ein Boot? Auf der iberischen Halbinsel gibt es keine Erdbeeren mehr. Egal, wir haben wieder einen perfekten Sommertag. Hier sind die genauen Aussichten. Jo, genau doch. Aussichten sind sehr gut bei dem Mädel.
Der Spätsommer ist der Spätsommer. Die vielleicht letzte große Hitzewelle für die letzte große, ja. So wie der gestrige Tag endete, geht es weiter. Mit ja, und immer weiter, immer weiter. Im Norden und in Bayern gibt es noch Nebel. Ja, das Wetter ist immer noch das Interessanteste am Tag. Es interessiert mich scheiß. Gehe ich raus, dann ziehe ich mich so an, wie es Wetter ist. 15 bis 16 Grad. In den Bergen kommt der Sommer nur langsam in Fahrt. Ja, in den Bergen. Ich wohne im Tal, Alter, umgeben von Bergen und Schergen, die unendlich sterben, wenn sie nichts erben, weil sie färben und verderben. Wir bei Valentina glauben, dass man Zeit schmecken kann. Genau doch. Die Zeit, die die Natur sich nimmt, die Orange nach der zweiten Blüte zur vollen Reife zu bringen. Fick dich!